Jo, meine Freunde, herzlich willkommen. Mein Name ist Anchi, A zu dem NC zu dem I. Heute spiele ich eine Runde Fortnite. Und wenn ihr Bock auf noch mehr Videos habt, dann liked, teilt, abonniert und schaut euch gerne die anderen Videos an. Ich habe viele hochgeladen, auch Warzone, Fortnite, worauf ich gerade Bock habe. Schaut gerne rein und bis dahin, ich bin erstmal raus. Peace. Ich muss noch meine Maussensibilität ein bisschen geringer machen, weil die ist ganz schön schnell. Ich bewege nur ein bisschen, also die Maus so minimal. Und das ist schon extrem. Deswegen komme ich beim Aimen manchmal nicht so, ja, nicht so gut hinterher. Weil es einfach, ja, zu schnell ist. Ich höre da jemanden laufen. Ich brauche eine Waffe, mein Freund. Wie komme ich denn da hoch? Naja, ist ja auch egal. Gehen wir mal da hin. Bevor irgendeiner jetzt mit der Waffe kommt und mich holt. Da ist er. Da ist er. Okay, den haben wir schon mal. Perfekt. Ich muss auf jeden Fall mein Aim ein bisschen. Ja, mache ich jetzt nicht in der Runde, aber muss ich auf jeden Fall danach mal machen. Damit ich das ein bisschen reduziere. Weil das ist schon krass. Oh, Sniper! Leute, checkt gerne meine anderen Videos ab. Ich lade täglich ein neues Video hoch. Fortnite-Videos sind auch schon online. Ich höre jemanden. Ich habe ihn gesehen. Okay, den haben wir schon mal. Sehr gut. Also check gerne die anderen Videos ab, weil ich habe täglich Videos hochgeladen. Fortnite ist auch online. Und ich lade aber auch Warzone hoch. Also wenn ihr Bock habt oder Warzone auch gerne guckt, dann ja, schaut gerne vorbei, schaut euch die Videos an. Liked, teilt, abonniert so. Ne? Das Standardprozedere wie immer halt. Gerne. Ich freue mich über jeden Kommentar von euch. Schreibt mir gerne, wie ihr das ja, Video findet, wie ihr mein Gameplay findet, wie ihr mein Skill findet. Das ist nicht vorhanden, mein nicht vorhandenes Skill, aber schreibt es mir gerne rein. Weil ich versuche hier besser zu werden. Wie gesagt, ich habe noch nie so Fortnite viel gespielt und ja, bin da nicht wirklich so ein ja, Profi-Gamer. Und ich spiele auch immer den Modus 0 bauen, weil mit dem Bauen komme ich gar nicht hinterher. Also das ist schon. Da komme ich gar nicht klar. Das geht mir alles zu schnell, so wie die sich zubauen. Zack, 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 nach oben, links, rechts, unten. Ne? Ich blick da gar nicht durch. Also ich muss erstmal so das Gameplay lernen, so das Movement an sich und den ganzen Sachen, wo die Gegner sind und hin und her. Und dann, wenn ich das gelernt habe, so gesehen, wenn ich das drauf habe, ne, wenn ich das gut kann, dann kann ich mir auch mal dieses andere angucken hier, ne? Mit Bauen und keine Ahnung, die anderen Dinge, die es noch so gibt. Da gibt es ja verschiedene Sachen, die man so spielen kann. Aber ich bin jetzt hierbei, spiele das und ja. Das macht mir auch ehrlich gesagt am meisten Spaß. So, das Bauen, wie gesagt, macht mir in dem Sinne keinen Spaß, weil ich halt nicht klarkomme. Deswegen macht es mir keinen Spaß. Die Tür ist da offen. Wurde schon gelootet. Oh, da ist einer. Da ist einer, da ist einer. Da ist einer. Haben wir den? Haben wir den? Ich habe die Schritte gehört und habe mir gedacht, den hole ich mir. Was hat der für Waffen? Episch. Oh, das. Die lohnt sich. Boah, ich habe mich erschrocken. Sorry. Ich wollte dich nicht anschießen. Hey. Ich habe mich doch entschuldigt. Okay, dann halt nicht. Dann halt nicht. Ich hab doch sorry gesagt. Das war aus Versehen. Du hättest nicht sterben müssen jetzt. Aber okay. Warte, was hat er noch für ein Loot gehabt? Ich wollte weiter looten. Was ist das? Was ist das? Pumpgun, aber episch. Ich höre etwas. Okay, der. Ein paar Kills müssten wir noch schaffen. Aber dafür müssen wir auch erstmal Gegner finden. Ne? Wow, wow, wow. Wow. Oh, von hinten. Bin ich gesehen, mein Freund, das war ein Fehler, mich von hinten anzuschießen. Du weißt nicht, dass ich ein Pro-Sniper bin. So geht das, mein Freund. Ich werde schon besser mit dem Aim. Aber ich muss auf jeden Fall die Sensibilität ein bisschen, ja, minimieren, weil das ist schon. Ich merke das halt. Guck mal, wenn ich jetzt so. Warte, ich gehe mal hier oben hin, wo man das gut sieht. So. Wenn ich jetzt zum Beispiel. Ich bewege meine Hand wirklich nur so. Also so ein bisschen. Und das ist schon sehr viel. Und wenn ich meine Hand hektisch so hin und her bewege, dann, ja, dann will ich den Gegner zwar treffen, aber schieße irgendwie die Vögel oben ab. Deswegen, das sind, ja, muss ich auf jeden Fall einstellen. Muss ich, ja, verbessern. Oh, da, ich habe höhere Schütze. Ja, da müsste irgendwo da hinten sein. Versuche da hinzukommen. Okay, komm, lauf, lauf, lauf. Lauf, mein Freund, zu den Schüssen. Vielleicht können wir die holen. Wo ist denn da jemand? Ah, da.
Okay, ein Treffer ist da. Okay, Treffer ist da. Treffer ist da. Okay, den haben wir schon mal. Sehr gut. Jetzt versuchen wir noch den anderen zu holen. Jo, den haben wir auch. Perfekt. Jetzt haben wir die beide schon mal geholt. Das ist schon mal sehr gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Den anderen looten. Ja, nein, ja, nein, ja, nein. Oh nein, ich dachte, da wäre das Wasser. Scheiße. Da oben war aber... Oh, 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 oh. Oh. Oh, mein Freund. Nicht mit mir, mein Freund. Den hätten wir auch geholt. Ich hoffe, es snipet mich keiner jetzt. Hey, nicht snipen, nicht snipen, nicht snipen, bitte. Dankeschön. Okay. Nimm mir mit, nimm mir mit, nimm mir mit, nimm mir mit. Gerne, gerne. Danke, danke. So. Ich mach mal so, damit mich keiner sniped. Ist das ein Schneemann? Wer schießt denn? Ich muss mir angewöhnen, dieses abgewöhnen, dieses runterzuspringen, weil ich immer denke, das geht so ohne Probleme. Schreibt mir mal gerne in die Kommentare. Ich habe schon letztes Mal gefragt, welchen Skin man sich holen soll. Ich habe gesehen, Mr. Beast ist jetzt auch als Skin da. Aber welcher Skin ist denn so, ja, empfehlenswert so, ne? Gibt es irgendwie Vorteile bei bestimmten Skins oder ist es eigentlich egal, was für ein Skin man sich holt? Hey, was willst du von mir? Hau ab. Hab keinen Bock. Geht weg von mir. Ey, nervt doch nicht. Mein Gott. Oh, die können klettern. Ich dachte, die können nicht klettern. Die können ja klettern. Okay, einer ist weg. Anderer ist auch weg. Mein Gott, jetzt haben alle gehört, dass wir hier sind. Okay, das nehme ich gerne mit. Was ist das? Eine Karte? Brauche ich nicht. Was stand da? Sturmvorhersage irgendwas? Ne, brauche ich aber nicht. Wenn ich eine Waffe dafür ablegen muss, nö. Ich habe gedacht, ich kann das einfach so mitnehmen. Ich laufe mal... Ja, ich laufe mal in die Richtung einfach, wo die hergekommen sind, da so. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass da irgendwelche sind. Ich hab gar keinen Bock mehr zu looten eigentlich. Wieso loot ich denn überhaupt? Ich hab doch alle Waffen. Okay, weiter geht's. Oh, da fliegt einer, oder? Da ist doch einer geflogen. Komm, wir versuchen da irgendwie hochzukommen. Ja, da sind auch Schüsse. Das ist schon mal sehr gut. Wo Schüsse sind. Oh, da oben ist einer. Oh, der war sogar getroffen. Ob das so schlau war, den zu challengen? Komm raus. Komm raus. Na, der schießt schon gegen jemanden. Ich weiß es nicht. War doch einer mit ihm oben. Oh, warum ist er so laut? Glück gehabt. Das war Glück, dass ich zwei Shotguns hatte und dass er nicht so gut zielen konnte. Okay, das hat er. Das nehmen wir mit. Nehmen wir mit. Nehmen wir... Oh, was ist das denn? Legendär, was ist das? Das ist eine Sniper? Oh, die ist, glaube ich, gut. Die nehme ich auf jeden Fall mit. Die nehme ich mit. Komm schon. Sehr gut. Da ist keiner. Auf den ersten Blick.
Ah, die könnten ja theoretisch von überall jetzt kommen hier, ne? Ich glaube, da ist jemand, da war was. Das war knapp. Knapp, 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 knapp. Aber sowas von knapp. Schnell hier aufladen. Nein, der Penner. Ich habe gedacht, da ist keiner. Hat der Glück gehabt. Hat der mich erwischt. Naja, meine Freunde, irgendwie wird das nichts mit dem Win, aber ich gebe mein Bestes. Schaut mir gerne dabei zu, wie ich besser werde. Gebt mir gerne Tipps in den Kommentaren. Schreibt mir rein, welche Waffen gut sind, welcher Skin, was diese Bananen sind, die Fische und was es da alles gibt, was die machen, was man mitnehmen sollte, was man nicht mitnehmen sollte, wenn es so Richtung Endzone geht. Schreibt mir das gerne alles in die Kommentare rein. Und ja, ich lerne gerne, wie gesagt, ich spiele gerne, verbessere mich auch gerne. Also, wenn ihr Spaß dran hattet, dann like, teilt, abonniert. Ich bin erstmal raus. Peace.